Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Shadow of Mordor. So, mir ist aufgefallen, dass was ich am Schluss in der letzten Folge gesagt habe, macht eigentlich gar keinen Sinn. Ich sage, jetzt gibt's ein bisschen Action und im gleichen Atemzug sage ich, wir suchen Artefakte. Naja, das gehört dazu, es ist interessant, aber Action ist das beileibe nicht. Jetzt müssen wir das Artefakt nur noch finden. Hier wahrscheinlich, oder? Oder noch höher? Na, wo ist es denn? Ich sehe es nicht. Da, jetzt sehe ich's. Aha! Gondorische Münze. Oh, die ist aber schick. Die Händler in ganz Mittelerde wissen, wenn es aus Gondor stammt, ist es gut. Und sie akzeptieren gern diese Silbermünzen, Kastar genannt, als Währung und treiben mit ihnen Handel in den zivilisierten Reichen und mit fast allen Völkern Mittelerdes. Diese bestimmte Münze gelangte wahrscheinlich über das Nurnenmeer nach Mordor, die Haupthandelsroute dieser Lande. So. Nimm es, die Währung des Landes. Klar, aber es ist die Währung Gondors. Wenn du es nicht willst... So war das nicht gemeint. Aber wie wäre es mit etwas weniger davon und etwas mehr von den Elbenkleidern, die ihr von Eregion mitgebracht habt? Das lässt sich sicher einrichten. Naja, spannend. Nicht. Ich hoffe, dass ihr gemeinsam... So, nächstes Artefakt. Da ist das zweite, jetzt. Das ist ja wieder ein anderer Bezirk, was ich da oben schon gesehen habe. Mit dem Widerstand kämpft. Reichtum wird Gondor nicht schützen. Diese Uruks interessieren sich nicht für Habseligkeiten. Sauron wird sich mit seinem Gold Verbündete in den Königreichen der Menschen erkaufen. Ja, das auf jeden Fall. Fieser, fieser Sauron, du. Hab gehört, es sind noch mehr Krieger hierher unterwegs. Ich hatte eigentlich immer vor, mal zumindest zu testen, Herr der Ringe online. Bin aber nie dazugekommen. Mittlerweile ist das Spiel natürlich hundsalt. Naja, vielleicht komme ich irgendwann dazu. Vorerst allerdings nicht. Elfenbeinschnitzerei aus einem Murnak-Stoßzahn. Dieser mit Schnitzereien verzierte Stoßzahn erinnert an den Abschluss einer epischen Jagd. Man kann darauf zwei Zwerge erkennen. Der erste schwingt eine mächtige Axt gegen einen riesigen Murnak. Der zweite, vielleicht sogar sein Zwilling, flieht in Panik vor dem Biest. Die Kunstfertigkeit deutet auf einen wahren Handwerksmeister und auf den Einfluss von Starkbier hin. Alles klar. So, wo ist die Stelle? Da. Hier, sie ist fertig. Ein echtes Meisterwerk. Welch herrliche Schnitzerei! Auf die Vorderseite habe ich geschnitzt, wie wir diesen Mumak erlegen. Und auf die Rückseite unsere nächste Beute, den mächtigen Grauk. Ein Biest wie dieses macht einen Jäger zur Legende. Zeig mir die Schnitzerei! Ist sie nicht großartig? Diese Details! Sieh, wie ich zum Schlag gegen das mächtige Biest aushole. Überall Blut! Und warum hast du mich geschnitzt, wie ich voller Panik vor dem Mumak davonrenne? Künstlerische Freiheit, Bruder Thorwin. Wenn du der Held sein willst, schlage ich vor, dass du das nächste Mal die Schnitzerei übernimmst. Vor allem, ich sag Murnak, das heißt Mumak. Ja. Wie gesagt, ich bin schon etwas länger raus gewesen aus diesem Universum. Dieser Thorwin scheint seine Grenzen nicht zu kennen. Er gehört nicht zu denen, die auf ihr Schicksal warten. Er läuft ihm entgegen. Guter Mann. Das dürfte dann der Zwerg sein, den wir vorhin schon gesehen haben. Oder was heißt vorhin? Ist schon wieder eine Weile her. Aber ihr könnt euch sicherlich erinnern, bei dem haben wir auch noch eine Mission. Und eventuell können wir dann ja endlich mal was freischalten, was uns hilft, die Karagor-Beherrschung noch zu verbessern. Weil da habe ich zwei Punkte im Talentbaum, die ich noch nicht mal skillen kann, wenn ich die Punkte hätte. Da muss ich erst eine Mission machen, um das freizuschalten. Na, wo ist der Bogen? Da ist die Rune. Nanichir, Gelaer Mordor. Na, nicht mehr viel.
Wir kommen unserem Ziel näher. Alles zu schaffen. So, was machen wir noch? Hier haben wir noch Itildin. Bevor ich da wieder durch ganz Mordor rennen muss. Wenn wir schon mal in der Nähe sind, machen wir es gleich. Na, das ist so eine kleine Sammelmission, würde ich sagen, oder? Ist doch auch mal schön. Nee, aber Herr der Ringe Online soll ja echt nicht so schlecht sein, aber mittlerweile ist es halt auch in die Jahre gekommen. Ich weiß nicht, ob sich das noch lohnt. Was ich gern mal spielen möchte, ich glaube, das Spiel habe ich sogar noch nicht, ist hier dieses Krieg im Norden. Das klingt auch interessant, also ist auch so ein... Naja, was ist das denn? Ein Rollenspiel angehauchtes Spiel? Mit einem gewissen RPG-Touch, so ähnlich wie das hier, glaube ich. Also es sollte viel mehr Spiele dieser Art geben. Aber die wenigsten trauen sich natürlich an diesen Brocken ran, ne? Also Herr der Ringe-Universum ist natürlich... Da zieht man den Zorn von vielen Menschen auf sich, wenn man das nicht gut macht. Ich glaube, um dieses Thema muss sich Warner Brothers keine Gedanken machen. Das Spiel ist nämlich echt gelungen. So, wie komme ich jetzt da durch? Oder muss ich drumrum vielleicht? Geh ich halt mal da lang. Ja, da geht's lang. Keine Gegner, nanu? Wie kommt's denn? Ist das so eine kleine Sklavenzuflucht hier? Sklaven, die nicht gefoltert oder ausgepeitscht werden. Was ist das denn? So, hätten wir das auch. Es gibt im Land der Schatten noch Licht, das darauf wartet, entdeckt zu werden. Huch. Davon braucht man noch was, glaube ich. Ja, 3 und 2. Also 2 grüne und jetzt noch 2 rote auch noch. Dann holen wir uns mal den grünen da noch weg. Oh, da sind sogar 2. Einer ist direkt draußen. Orchmanart. Nee, Orchamart. Naja, nah dran. Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? Bauen wir halt noch ein paar Silben drumrum. Wenn schon, denn schon. So. Wo ist es denn? Hier? Ach, das ist, glaube ich, über mir. Das ist mir zu hoch. Ach komm, wenn wir schon hier sind. Die geheime Flamme. Im geheimen Außenposten werden nicht bloß die Brandwaffen des Feindes gelagert, sondern es wimmelt zudem auch noch vor gefährlichen Kreaturen. Er verstand es, beide Bedrohungen auszulöschen, indem er die eine gegen die andere wandte. Mal wieder eine Bogenmission. Eine weiße Mission. Betrete die Höhle. Ach, dafür ist sie gedacht. Verstehe ich. Locke die Ghule in die Hügelgräber. Alles klar. Dann rennen wir doch mal. Dachte mir schon, das sieht aus wie so eine alte germanische Ruine. Oh. Nicht mehr als 5 Fässer explodieren lassen. Na, das glaube ich aber nicht, dass das klappt. Da brauchen wir mehr Ghule, um das hinzukriegen. Okay, der war besser. Dann warten wir mal, bis noch ein paar mehr Ghule da sind. So. Ja, dreh dich rum, Mann. So. Jupp. Der hat ebenfalls gesessen. Jetzt haben wir 3 Fässer schon. Das erste war halt ein Flop. Dafür war das andere gerade top. Ich sollte mir echt weniger Gedanken um die Reime machen und mehr Gedanken um das hier.
So, ein noch. Also ein Fass noch. Da müssen halt mindestens 9 Ghule dabei sein, die dann, ja, gebrutzelt werden. So, das sollte reichen. Ja. Yeah. Mit Zusatzziel. Sehr schön. Jetzt sollten wir aber wieder raus hier. Ach, die Ghule rennen weg. Feige Schweine. Ghule. Wie sieht's denn aus? Hier hätten wir alles abgegrast, wie es aussieht. Dann, was machen wir denn als nächstes? Schleichmission? Komm. Aber ich glaube, da sind wir schneller, wenn ich jetzt kurz da hinreise, ne? Also ein bisschen sparen. Ach halt, da kann ich gar nicht hinreisen. Okay, wir laufen. Wo sind denn eigentlich die Karagors, wenn man sie mal braucht? Und wieso finde ich schon wieder nicht hier raus? Interessant. Wirklich interessant. Ach, scheiße. Reiß mal dahin. Fertig aus. Bis ich da noch lang durch die Höhle irre. Vergehen 10 Stunden. Wenn es schon mal eine Schnellreisefunktion gibt, sollte man sie auch nutzen. Na also, ein paar Meter haben wir gut gemacht, denke ich. Oh, da ging es tief runter. Gut, dass es dem Scheiß egal ist, wie gut, wie tief er fällt. Wie gut er fällt, hä? Pronto, pronto. Da läuft ein Grauk rum. Gut, dass er mich nicht gesehen hat, weil die sind unangenehm. Ich habe zwar schon einen erlegt, aber ihr könnt euch sicher noch erinnern, wie. Ich glaube, der war nicht ganz funktionstüchtig. Der stand einfach nur in der Ecke und hat sich abschießen lassen nach... Keine Ahnung. Wie lange habe ich gebraucht? 10 Minuten? Eine Klinge in der Dunkelheit. In der Nacht schlich er sich in das Lager des Feindes. Er handelte vorsichtig und wohlbedacht. Solch Terror und Verwirrung stiftete er, dass die Soldaten des dunklen Herrschers sich gegenseitig töteten. Sofern er ihnen nicht zuvorkam. Ja, das ist mein Wort. Was machen wir? Grog vergiften, oder? Brandmarken. Ach, aus dem Stealth raus soll ich die, Brandmarken. Na komm mal her, du. Warte, ich rieche etwas. Oh, 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 oh. Also letztlich muss ich alle töten. Es wird keine weiteren Gefangenen und keine Folter mehr geben. Nur einen schrecklichen und qualvollen Tod. Letztlich alle töten, aber ich soll 3 Schildträger brandmarken. Das ist das Bonusziel. Ich glaube, da hat sich etwas bewegt. Das war irgendwie nix. Da habe ich es leicht versaut. Jetzt habe ich ihn terrorisiert, anstatt ihn zu brandmarken. Ich hoffe, die haben genug Schildträger im Vorrat. Gehen wir einfach mal hin jetzt. Hier, nicht lang rumeiern. So, einen. Hier jemand herum? Er sagt, man hätte ihm einen Elben als Sklaven versprochen. Ist das ein Schildträger? Ich weiß es nicht. Ich hoffe halt echt, dass es sich nur 3 sind, die es insgesamt gibt. Die Häuptlinge hatten vorhin ein geheimes Treffen. Kann ja nicht so geheim sein, wenn du davon weißt. Die Sprüche sind so geil. Muss ich mir wohl eingebildet haben. Wir finden schon etwas anderes zum Töten, keine Sorge. Na, Schützen hätte ich genug. Das dürfte ein Schildträger sein. Unsere Schützen treffen aus so großer Entfernung, dass ihre Opfer tot sind, bevor wir sie überhaupt sehen. Tja, vielleicht habt ihr auch nur schlechte Augen, Freunde.
Schleicht da jemand umher? Na, dann komm doch. Aber heute noch, wenn's geht, ja? Ja, das ist einer. Hey, erzähl uns doch nochmal, wie du diesen Waldläufer getötet hast. Halt endlich die Klappe. Den Spaß gönne ich dir nicht. So. Hab dich. Jetzt hab ich dich. Mein Gott. Ich hab gehört, wenn du den grauen Schleim aus den Sklavenköpfen isst, stellt dich das für den nächsten Kampf. Die anderen sagen, wenn du nur Fleisch von den Beinen frisst, mach dich das schneller. Es ist alles eine Frage, wie viele man ganz verschlingen kann. Frag nur den Sklavenmeister. Habt ihr das gehört? Er hat heute Morgen zwei verdrückt. Deswegen bleibt er so stark. Die labern so eine Scheiße, das gibt's nicht. Na komm doch. Ich wäre letztens fast in Flammen aufgegangen. Hättest du mal weniger Grog getrunken und aufgepasst, wohin du läufst. Es war nicht der Grog, es waren diese Schützen. Ah, diese verfluchten Feuerbolzen. Damit haben sie letztens fast das Lager niedergebrannt. Oh oh. Den müssen wir jetzt so abschießen, sonst geht das in die Hose. Und den am besten gleich mit, wenn ich es schaffe irgendwie. Alter, übelst. So, jetzt habe ich dich. Ratten. Waren wohl Ratten, ganz sicher. Wenn da etwas war, sollte es sich fernhalten. Okay, den löschen wir jetzt noch so aus, auf die altbewährte Art. Wenn ich denn mal da hochkomme, machen wir wieder Kalinka. Nee, passt. Ich meine, es ist schön, dass er sich überall Deckung sucht, aber manchmal ist das echt lästig. So, dann erhebt euch, Freunde. Dann tut mal was für euer Geld, ihr Vögel. Toll, die bleiben einfach nur stehen, ja, geil. Ein Grauke ist ausgebrochen und nun soll ihn jemand einfangen. Ich mache das nicht, ich habe Besseres zu tun. Ja, sterben zum Beispiel. Na toll, das hat ja voll viel gebracht, dass ich die jetzt hier geholt habe. Der Tag abschaut. So schwer. Sie sollten froh sein, dass sie sich nützlich machen dürfen. Terrorisieren zum Abschluss, weil es so schön ist. So. Ja, ich weiß nicht. Über Sinn und Unsinn dieser Mission kann man sich echt streiten. Dieses Beherrschen hat mir gerade überhaupt nicht weitergeholfen. Eigentlich nur insofern, weil es dran stand, mach. Da hätten wir gleich eine Mission. Gucken wir uns kurz an. Festmahl. Uruksveranstaltung, ja, das kennen wir eigentlich schon. Gorod Kriegstreiber, vielleicht können wir den ja auch bekehren. Jetzt gibt es ein Fest, Jungs! Fleisch und Grog für alle! Hm. Oder ich töte ihn einfach. Hätte ich auch mal wieder Bock drauf. Dieser Idioten-Astuk dachte, ein Kram würde über ihm schweben. Was war das? Und tschüss. Ich könnte auch mal gucken, ob der überhaupt Beziehungen zu einem Häuptling hat. Dann könnte man sich's ja immer noch überlegen. So, der gehört mir, der gehört mir. Der ist es, der da. Der hat Beziehungen. Gorod, der Kriegstreiber, hat Beziehungen zu unbekannter Häuptling. Ach, wir machen es auf die altbewährte Art. Ich töte den, weil ich Bock drauf hab. Der Hauptmann berichtete, dass sich der Waldläufer in der Das war er. Ich bin mir sicher. Wenn du ausschaffst, sei bereit, Alarm zu schlagen. Schade. War wohl nix. Die Jungs haben sich gut amüsiert, als du davongelaufen bist. Mal sehen, ob du uns auch diesmal amüsieren kannst. Wiedersehen macht bekanntlich Freude, aber dieses Mal Freude für mich. Hab ich da gerade etwas gehört? Hör auf, dich zu bewegen!
Hör auf, dich zu bewegen. Was soll denn das sein? Haha. So, dann werden wir das Ganze mal so ein bisschen hochkochen lassen. Bleib stehen! Was war das? Den töte ich jetzt, weil ich's kann. Du bist nichts. Nichts! Höhere Mächte als du sind am Werk. Mhm. Du gehörst da allerdings nicht dazu. Schnipp, schnapp. Schädel ab. Naja, doch nicht ganz, aber er ist tot. So, die Rune holen wir uns noch. Die rennen jetzt eh weg, die Hosenscheiße. Dem mal was gezeigt. So. Und da haben wir ein Artefakt. Man gebe es mir. Ih, da sind Ghule. Zerfetztes Banner. Ungol haben sich auf dieses purpurrote Banner, das für die dunklen Herrscher Sauron steht, gestürzt und es teilweise verzehrt. Dies ist nicht nur ein symbolischer Akt. Die Kinder Kankras formieren sich gegen die Uruks und bilden Stoßtrupps, um gegen die Eindringlinge in ihrem Land vorzugehen. Welchen Waffenstillstand es auch zwischen den beiden Fraktionen gegeben haben mag, er ist nun vorbei. Hm, warum nur? Verflucht! Sie haben das ganze Überfallkommando! Und die Flagge! Seht ihr die Netze? Es sind Spinnen! Widerliche Kreaturen! Die kommen wahrscheinlich aus dem Tal weiter unten im Süden! Wir sollten sie ausräuchern! Du solltest eine große Klappe halten. Von dort ist noch nie jemand zurückgekehrt. Ich frage mich, ob die für Kankra arbeiten. Sauron hat sie früher immer gefüttert, aber ich wette, sie weiß nicht mehr, wessen Haustier sie ist. Ist vielleicht an der Zeit, sie daran zu erinnern. Vielleicht. Okay, und Zeit zu gehen, weil die Ghule, die, Diese Spinnen kriechen nerven aus den Wänden. Sie sehen unheilvoll aus. Die Kinder Ungoliants. In ihrem endlosen Hunger verschlingen sie das Licht. Das Licht. Okay, dann würde ich sagen, krallen wir uns diesen Aussichtspunkt noch und dann war's das für heute. Außer es ist was direkt in der Nähe, was sich anbietet, direkt gemacht zu werden. Die Hauptmission nehmen wir mal noch nicht mit. Ich habe gehört, die Elben könnten schwer. Ich wollte ja eigentlich erstmal dann die Jagdmission machen, bevor ich irgendwas anderes angehe. Das ist bereits 1000 Jahre. Und den grünen Pilz da, den holen wir uns noch. Na, andere Seite. Oder drin, oder was ist denn das überhaupt hier? Nee, das ist noch nicht der Turm. Dann andere Seite. Gut, dass ich den Durchblick habe. Wie immer natürlich. Sodele. Das ist der Turm. Und jetzt ist er auch vollständig. Ringsrum Orks, auch nicht schlecht. Da kann man sich echt zu Hause fühlen. Eine Zitadelle aus alter Zeit. Geheimnisse, die nur meine Augen sehen. Yep. Und wie ich es fast schon gedacht habe, ist das Artefakt direkt daneben, also her damit. Ach, das ist eine Brücke. Ja, muss man ihm sagen. Ich wäre da jetzt halt erstmal entlang gerannt, aber ihr merkt schon, das wäre keine gute Idee gewesen. Wetzstein. Dieser Stein ist einzigartig unter dem schier endlosen Aufkommen von Vulkangestein in den Bergen Mordors. Es handelt sich um einen Schleifstein, der Zwerge dazu bestimmt, Äxte, Messer und Schwerter derart zu schärfen, dass sie selbst die besten Uruk-Rüstung
oder der steinernen Haut eines Trolls zu durchdringen vermögen. Die scharfe Klinge schneidet den Berg, heißt die Redensart. Wer der Besitzer des Steins auch gewesen sein mag, er war höchst gründlich mit in seiner Arbeit. Cooles Teil. Können wir uns damit auch unsere Waffe wetzen? Schärfe weiter! Du musst deine Axt wetzen, bis du eins deiner Barthaare in zwei teilen kannst. Oh, sie ist scharf genug, um einen Grauk zu töten. Jetzt reicht mir die Pfeife. Bei der Jagd geht es nicht um scharf genug, kleiner Bruder. Du musst lernen, die Jagd zu respektieren. Eine scharfe Klinge für ein makelloses Töten. Ohne Respekt vor dem Biest sind wir nicht besser als die Orks. Testen wir sie jetzt einmal. Bei Durin, warne einen Zwerg rechtzeitig, wenn du ihn am Bart reißt. Sieh dir das an, Torwin. Das Haar ist zweigeteilt. Es gibt doch noch Hoffnung für dich. Ja, die Zwerge sind schon einfältige Geschöpfe. Ist euch mal aufgefallen, dass der die gleiche Stimme hat? Dieser Zwerg kennt keine Angst. Ich weiß nicht, ob er tapfer ist oder bloß ein Tor. Oder beides. Er fürchtet den Tod nicht. Doch in Mordor gibt es viele Dinge, die schlimmer sind als der Tod. Oh ja, also was ich sagen wollte, er hat die gleiche Stimme wie Mr. Krabs. So, mind blown. Damit werde ich mich jetzt verabschieden. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao, Leute.